So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ich habe mal wieder zwei Pakete bekommen und habe keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht ist das aus der Amazon Wishlist, ich weiß es nicht. Hier ist eins, das ist ein bisschen kleiner. Da steht irgendwas drauf von, also das kam von DWD, Depot DWD Deutschland, Nürnberg, Absender. Trends to go, Inhaber Alpbayer Lysia, Schwabach Eichvasen. Ich habe da auf jeden Fall nichts bestellt oder kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht. Da ist bestimmt auch nicht mein Bürostuhl drin. Wir wollen das jetzt mal aufmachen. Das ist nämlich schön klein und kompakt. Ne? Adi ist auch wieder am Start. Adi, jetzt sei mal gespannt. So wie das zugeklebt ist, sieht das auf jeden Fall nicht professionell aus. Einfach nur alles komplett zu getackert. Das habe ich auf jeden Fall anders gesehen, schon in meiner Karriere als Paketöffner. Ah, was ist das für ein dummer Karton? Ich habe keine Ahnung, wie man hier dem Karton überhaupt beikommt. Der ist irgendwie nicht so wie richtige normale Kartons. Der ist irgendwie anders. Oh, ich glaube, die Leute wollen mich umbringen. Das ist aber nett, dass die Leute mich umbringen wollen. Da sind nämlich Nudeln drin, wenn wir das mal hier irgendwie aufreißen. Aber wer verpackt bitteschön so seine Nudeln? Jetzt ist das Stück hier rausgerissen und ihr habt innen drin einfach so in dem Karton genauso groß wie die Nudeln, die Nudeln. So. Da bin ich überrascht. Da habe ich nämlich letztens erst eine Packung gekriegt. Jetzt habe ich hier wieder eine Packung und ich weiß wieder mal nicht, von wem das kommt, wer mich da so schön mit Nudeln eindeckt. Trotzdem Dankeschön auf jeden Fall. Das sind nicht nur die schärfsten Nudeln der Welt, wie alle immer sagen, das sind vor allem auch die besten, leckersten, deliziösesten Nudeln der Welt. Eigentlich dachte ich immer, wenn das über eine Amazon-Wunschliste kommt, dass da innen drin auch ein Zettel dabei ist, wo man eine Nachricht hinterlassen kann oder irgendwas, aber ich finde hier nichts. Schon wieder nicht. Ich habe irgendwie noch nie was gefunden. Das sind die Too Spicy Bulldog Nudeln. Bulldog. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Paket. Wer auch immer mir das geschickt hat, schreibt es doch mal bitte irgendwo, gebt euch zu erkennen. Ich weiß gar nicht mehr hin, wohin mit den vielen Nudeln. Lebensvorrat an Nudeln. Und dann haben wir hier noch was anderes. Das ist ein größeres Paket, das auch ankam. Und da steht einfach nur drauf von Asiamarkt H&A. Sind das auch Nudeln vom Asiamarkt direkt in Gütersloh? Wenn ich Gütersloh denke, muss ich direkt an die Caro denken. Caro, was hat das zu sagen? Gibt es in Gütersloh einen Asiamarkt? Und warum schickt mir der Asiamarkt Nudeln oder andere Sachen? So wie das aussieht, dürften das dann aber, wenn das Nudeln sind, mindestens zwei Pakete sein. Vielleicht ist es auch Asia Bier. Vielleicht sind sie auch Asia Tintenfische. Krabbenchips sind es bestimmt nicht, oder? Adi, magst du Krabbenchips? Und was ist mit Tee? Und was ist mit Adi? Was ist das hier? Oh mein Gott. Schlitzen auf und weg und ich, keine Ahnung. Der Karton sah erst gut aus, aber wenn ich mir den Karton hier oben angucke, sieht er trotzdem hier oben auch komisch aus. Aber was will ich denn sagen? Ich verschicke alles immer mit irgendwelchen komischen Versandtaschen. Oh, jetzt wäre fast der Kopf ab. Adi, da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen. Guck mal, Adi. Guck mal hier. Ja, Knisterfolie. Da dreht er komplett durch. Das sind. Ich sehe schon wieder diesen Namen. Bulldog. Aber noch andere Sachen dazu. Das sind einzelne Packungen. Einzelne Packungen von jeder Sorte, so wie es aussieht. Guckt euch das an. Sieht aus, als wären da lauter VHS-Kassetten drin. Wenn wir das jetzt hier hoch machen, wir kriegen es nicht auf. Nein! Moment. So, einmal links, einmal rechts. Guckt euch das an. Dieses Regal, oh, das kannst du dir so wie es ist einfach auf den Tisch stellen. Ist ein Nudelregal mit verschiedenen Sorten. Das heißt, das hier unten, Too Spicy. Was eben hier diese sind, die wir jetzt schon öfters getestet haben, die sau scharf sind, aber auch sau lecker.
Hier sehe ich aber diese Curry Hot Chicken von Samyang. Da habe ich ja letztens von der Veronika ein Paket bekommen. So ein großes Paket von diesen Curry Hot Chicken Flavorern. Aber das sind noch so viele andere Sorten, wo ich überhaupt gar nicht jetzt durchblicke. Hier haben wir zum Beispiel, wir machen es mal so in der Reihenfolge, wie ihr das kennt. Ne? Also, too spicy. Einmal. Dann haben wir hier die Curry. Zack. Haben wir letztens gezeigt. Bulldog Curry von Samyang. Richtig nice. Dann haben wir hier, weil das auch rot ist, gucken wir uns das mal an. Bulldog Tomato Pasta. Hot Chicken Flavor. Aber schöne Tomatennudeln, aber auch mit Hühnchen. Irgendwie haben die überall. Alles ist Hühnchen. Fertig. Was haben wir noch? Was passt zu dem Orange? Gold passt hier. Gelb. Gelb haben wir hier. Bulldog Cheese. Ja. Hot Chicken Flavor. Käsenudeln mit scharfem Hühnchen. Finde ich übelst genial. Ich habe erst gedacht, das sind Twix, KitKat, sonst was. Von der Seite sah das so komisch aus. Jetzt haben wir hier grüne. Da steht einfach nur noch Yia Yang drauf. Hot Chicken Flavor Ramen. Hotchi? Da ist halt nix. Was ist der Unterschied? Alles Hühnchen, alles scharf, alles mit Geschmack, sonst was. Yia Yang? Ich habe keine Ahnung. Aber grün. Grün wird mitgenommen. Dann haben wir hier noch was. Da ist auch grün mit dran. Aber wieder was anderes. Bulldog Kimchi. Nicht Tomato, nicht too spicy, sondern Kimchi. Was ist das für eine Sorte? Ich weiß es nicht. Grüner Boden, das ist hier eine Rübe, genau. Nehmen wir die Rübe noch mit. Haben hier eine rosane Bulldog Carbonara Hot Chicken. Carbonara? Schinken? Sahne? Die sind auch scharf? Machen die nur scharfe Nudeln? Sind alle Nudeln von denen wirklich heftig scharf? Bulldog Light? Bulldog Light Hot Chicken. Also eigentlich müsstet ihr die ganzen Verpackungen euch aufheben, müsstet die irgendwo hinstellen. Light, ja, das sind die gesündesten, ne? Seht ihr hier. Weniger spicy, 40%. Nicht frittiert, weniger Kalorien, 28%. Das ist also nicht nur eine fettarme Variante, sondern auch eine scharfarme Variante. Und jetzt haben wir genau noch zwei, die sehr dunkel sind. Nehmen wir das mal zuerst. Wir haben nochmal diesen hier, der kocht richtig hier. Wenn ich mir sein Gesicht anschaue, Stew-Type. Stew. Was ist Stew? Hauptsache Hot Chicken. Hot Chicken Stew-Type. Und ein letztes, das sind hier diese schwarzen, wo auch einfach nur nochmal Bulldog draufsteht. Bulldog Hot Chicken Flavor Ramen Schwarz. So sieht das aus. Das ist alles von Samyang natürlich. Das packe ich jetzt hier wieder rein. Das ist so genial. Wer hat dieses Paket geschickt? Wer hat das andere Paket geschickt? Was geht ab bei euch? Wer schickt hier die ganze Zeit Sachen? Wer bestellt da heimlich? Und warum ist da keine Nachricht drin? Wenn der Turin, wenn der irgendwelche Sachen aus der Wishlist bekommt, da steht immer der Name dabei. Da ist immer ein kleiner Zettel drin und er kann sich wenigstens direkt bei demjenigen bedanken und alles ist super. Ich kann mich gar nicht bedanken richtig, weil ich gar nicht weiß wer, aber guckt euch dieses Bücherregal an Samyang Auswahl. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Ich wollte schon immer mal alle Sorten testen, war wieder mal zu geizig. Jetzt sind alle Sorten da, wie es aussieht. Bett wird schnell wieder zugemacht. Adi, was sagst du? Bist du begeistert? Ich glaube, Adi findet es jetzt nicht so, weil das ist halt nichts für einen Adi. Der Adi isst eher andere Sachen. Oder er ist einfach nur erdrückt von dem anderen Karton. Das kann auch sein. Adi, wir können ihn ja auch wegtun. Guck, fühl dich frei. Sei du selbst. Zack. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das muss ich jetzt mal Pupsi zeigen. Pupsi sitzt nämlich drüben. Die wollte die ganze Zeit schon wissen, was in den Kartons ist.
alle Samyang-Nudeln auf einmal. Dankeschön, wer immer das war, schreibt's bitte rein, lasst mich nicht dumm sterben. Oder versucht wenigstens mir ein bisschen Wissen anzueignen. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.